So Freunde, und es geht weiter mit dem Let's Play zu Beijing 2008 und wir versuchen uns zum zweiten Mal an der Stelle gestern. Also hier haben wir ein paar Probleme gehabt, beziehungsweise eigentlich ging es sogar ganz gut dafür, dass es der erste Versuch war, haben wir hier uns dreimal qualifiziert, viermal müssen wir allerdings. Deshalb wollen wir es jetzt ein bisschen besser machen. So, wir haben hier ein paar Punkte zu verteilen. Das werden wir auch gleich mal machen. Da bin ich mal gerade am Überlegen, wie wir das machen können. Machen wir hier nochmal ein bisschen Ausdauer. Oh, Kraft ist hier schon zu teuer. So, 100. Haben wir da noch irgendwas? Präzision. Brauchen wir die? Ja, Präzision können wir einfach auch nochmal machen. Ausdauer machen wir es mal so. Und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, sichere Disziplin würde ich als letztes machen, damit wir gleich wissen, ob wir recht gut vorankommen oder nicht. Also Judo sehe ich immer als relativ schwer. Das schaue ich mir nochmal an. Und weil das ein bisschen komplizierter war, würde ich da auch nochmal ganz gerne wieder die Einleitung anschauen. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Willkommen zur Disziplin Judo. So, also arme die Pfeile mit Alice oder RS nach, um den Vorteil zu gewinnen. Sobald du den Vorteil gewonnen hast, drücke eine Kombination, um zu werfen. Wirst du geworfen, finde die richtige Taste und drücke sie mehrmals in den Wurfpunkt. Okay. Wenn du deinen Gegner festhältst oder festgehalten wirst, drücke abwechselnd links tief und rechts tief. Also das ist, sind eine Menge Infos auf einmal. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Gut, dann geht's los mit Judo. Und, oh, wir haben Wurf geschafft. Das ist doch nicht schlecht. Also, 1 zu 0, ein Koka, was auch immer das heißt. So, dann versuchen wir es mal weiter. Ich habe jetzt auch nicht genau darauf geachtet, was ich gedrückt habe. Aber es scheint ja zu funktionieren. Oh, nach oben müssen wir. Festhalten. Na, kriegen wir das noch in die Regelung? Na, komm. Kämpfen. Ah, es wird immer schwieriger. Ah. Eieiei. Na komm, kämpf. Los, kämpf. Ah. Da hat er uns erwischt. Das heißt, ein Ippon. Ach, und da hat er gewonnen. Ach, du je. Also das ist echt schwierig hier, die Trigger-Tasten zu hin und her zu drücken. Also ist echt nicht einfach. Ja, schade. So, was haben wir hier? 800 Meter, das ging ja gut. 110 Meter Hürden. Oh Mann, das war auch so eine Sache. Also das ist auch nicht so leicht. Da muss ich mal gucken. Also da müssen wir auf jeden Fall den Controller, ja, wie gesagt, den rechten Stick und den linken Stick in die entgegengesetzten Richtungen drücken und dann noch springen. Also das ist echt nicht leicht. Und natürlich hier auch der Start, den muss man auch treffen. Also hier sind gleich drei Sachen, die hier Schwierigkeiten verursachen. Und zum Springen. Ach, hin und her bewegen, okay. Drücke links tief oder rechts tief. Tja, das ist hier echt eine richtig schwierige Disziplin. Die würde ich auch ganz gerne streichen immer. Beziehungsweise, da müssten wir erstmal Judo können. Aber gut, wir probieren es auf jeden Fall und irgendwann wird's wohl schon klappen. Na komm, spring doch. Ach du je. Ah, der springt aber auch behäbig hier. Also da muss man echt schon 3-4 Meter vorher die Taste drücken. Ja, das war natürlich wieder nichts. Tja.
Blöd, blöd. Also das hier ist echt nicht einfach. Das finde ich bei London 2012 wesentlich besser gemacht. Aber gut, was soll's. Wir wollen uns ja nicht beklagen. Irgendwann werden wir es schaffen. Also ich lege hier die meiste Hoffnung auf Judo hin. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich die Judo regeln kann. Aber irgendwie wird das schon klappen. Diesmal hatten wir ja wenigstens einen Punkt gemacht. Also es wird auf jeden Fall besser. Diskuswerfen. Und jetzt sind wir hier beim Diskuswerfen. Erster Anlauf. Oh, das war, geht auf jeden Fall besser. War nicht so schlecht. Und 66, ja, das ist nah an den Olympiarekord. Also ganz im Ernst, die haben wir drauf, die Disziplin. Das geht in Ordnung. Zweiter Anlauf. Ah, das war, glaube ich, zu weit links, jawohl. Schade, ein bisschen zu spät angefangen. Gut, aber trotzdem noch eine sichere Führung hier. Machen wir gleich mal den nächsten Wurf. Ah, schade, der auch zu links, zu weit links. Der wäre sonst richtig gut geworden. Aber gut, das ist schon in Ordnung. Hier sicher qualifiziert, erster Platz. Gut, dann hätten wir noch Schwimmen und 800 Meter. Das mache ich auch nochmal. Also ich glaube, die drei Disziplinen, die sitzen soweit ganz gut. Beim Schwimmen, da habe ich jetzt beim letzten Mal herausgefunden, dass man halt beide Dinger drehen sollte, nicht nur eins. Sonst kommt man auch nicht auf die Maximalgeschwindigkeit. Willkommen zur Disziplin. Und da in der Anleitung, nur oder steht, ist das auch immer ein bisschen so eine Sache. Aber gut. Hat ein bisschen gedauert, das rauszufinden, aber besser spät als nie. So, und jetzt hier erstmal der Start beim Schwimmen. Und dann gucken wir mal, jawohl, so klappt das doch wesentlich besser als sonst. Na komm. Also das ist echt komisch, da muss man sich sogar auf die Controller hier wirklich konzentrieren. Aber es sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Auch wenn ich immer mal wieder umgreifen muss, weil das echt nach einer Zeit anstrengend ist, aber ich glaube, so geht es ein bisschen besser. Ja, mal gucken, also der zweite Platz ist das, glaube ich, geworden. Hier müssen wir ja unter die ersten drei kommen, also das haben wir relativ sicher hier auch geschafft beim Schwimmen. Und zweiter Platz, so ist es. 9 Sekunden. Also Schwimmen sitzt auch. Ja, eine halbe Sekunde hätten wir sogar noch Zeit gehabt. Also das sitzt noch nicht hundertprozentig jetzt mit diesem Drehen des Controllers. Und ich verspreche euch, der Controller, den muss ich wegwerfen, wenn ich mit dem Let's Play durch bin. Ich hoffe, es war es wert. Und ja, die 800 Meter, wie gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Das machen wir mit links. Das ist einfach nur zwei Runden im Kreis laufen und am Ende drehen wir da ein bisschen auf und überholen alles und gewinnen dann. Willkommen zur Disziplin 800 Meter. Aber diese Sache mit Judo Bahn 1 oder mit Brasilien. Hürdenlauf, da hoffe ich mal, dass wir eins davon relativ zügig hinkriegen. Na komm. So, die laufen automatisch los. Ich würde sagen, wir geben hier am Anfang mal ein bisschen Kit. Vielleicht können wir ja mal Richtung Rekord gehen. Indem wir das Feld hier jetzt richtig schön schnell machen. So, wir sind zumindest vorne. Jetzt können wir hier so ein bisschen Energie einsparen. Vielleicht gibt es ja sogar jemanden, der
Ja, hier können wir ein bisschen im Windschatten laufen. Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, dass die nicht alle vorbeiziehen. So. Dann lass das Feld nochmal ein bisschen schneller machen hier. Laufen wir so ein bisschen außen rum. Ah, die hat genau das gleiche vor. Da können wir vielleicht im Windschatten. Ja, in der Kurve ist es saumäßig schwer zu überholen. Also auf der Geraden geht es schon deutlich besser. Aber ich würde sagen, wir riskieren hier jetzt nicht viel und bleiben einfach hinten. Wobei, eigentlich ist es ja eh gelaufen. Deswegen können wir hier vielleicht vorne noch ein bisschen... Ah, kommen wir jetzt nicht mehr dran vorbei, ne? Nee, sieht nicht gut aus. Dann bleiben wir am besten hinten dran und sparen uns die Kräfte für die Gerade. So, die wir jetzt haben. Dann können wir hier mal raus und geben mal ein bisschen Gas. Und da ist der Controller ausgegangen. Ah, das ist nicht mehr lang, dann ist die Batterie leer. Glaube ich zumindest. Oder der gibt jetzt schon auf, obwohl das Let's Play noch gar nicht so weit ist. Ach, verdammt, wir haben ja noch eine Runde. Wie kam ich denn jetzt darauf? Ach, komm. Jetzt mach hier nicht so eine Zicken. Gut, weiter geht's. So, wenn wir jetzt hier ein bisschen das Tempo gleich behalten, dann ja, bleiben wir vorne. Ja, ein bisschen Energie verlieren wir so schon, aber wir kommen... Ach, das ist sogar hier die letzte Runde gewesen. Gut, also 800 Meter ist auch genauso unangefochten wie die 1500 Meter. Aber wie gesagt, Judo oder Hürdenlauf, das ist nicht einfach. Also das müssen wir irgendwie hinkriegen und das werden wir auch irgendwie schaffen. Da bin ich mir ganz sicher. So, aber für diesen Durchlauf hat es jetzt leider nicht gereicht. Dreimal qualifiziert, viermal hätten wir gebraucht, deswegen Game Over, kennen wir ja. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir hier beim dritten Anlauf es wieder packen werden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play Beijing bzw. Peking 2008. Bis dann! Hallo Leute, wenn euch das Let's Play gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Natürlich dürft ihr meine Videos auch positiv bewerten und auf Facebook, auf Twitter oder auf Google+ teilen. Wenn ihr mich zu euren Favoriten hinzufügt oder mir einen Kommentar hinterlasst, dann wäre ich sehr dankbar. Ich versuche die Kommentare auch alle zu beantworten. Natürlich findet ihr mich auch auf Facebook oder auch auf Twitter. Hier könnt ihr mich auch erreichen. Für zukünftige Termine von Let's Plays geht ihr auf meinen Kanal und dort habt ihr rechts eine Liste mit allen kommenden Let's Plays und Terminen. Wenn euch das Spiel so gut gefallen hat, dass ihr es kaufen wollt, dann guckt in die Beschreibung, denn hier findet ihr für alle möglichen Plattformen Links, die euch direkt zum Kaufen führen. Viel Spaß!